Wenn mein Kopf eine Matratze berührt, schlafe ich. Ich brauche kein Memory-Kissen, keine Eulenschlafbrille, keine 12-Kilo-Therapiedecke und keine Oropax. Ich schlafe ein und wache morgens in derselben Position wieder auf. Ich kann nicht genau sagen, ob Claudia überhaupt schläft. Immer wenn ich die Augen aufmache, ist sie wach und will reden. Wie warst du eigentlich so als Kind? Mädel. Rein äußerlich betrachtet sind Claudia und ich natürlich ganz offensichtlich sehr unterschiedlich. Claudias Körper hat ganz einfach viel mehr Baustellen als meine. Sie hat Produkte für strapazierte, trockene, müde, fahle und schlaffe Haut gegen Augenringe und Pickelmale. Ich habe nur ein einziges Produkt. Adventure Shower. Das ist übrigens ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Männer und Frauen sozialisiert sind. Die Kosmetikindustrie redet uns ziemlich erfolgreich ein, Männer sind immer so alt, wie sie sich fühlen, und Frauen sind immer so alt, wie sie sich anfühlen. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich ein genaues Abbild der Realität. Claudias Bild von sich selbst ist emotional verzerrt. Sie sieht sich, wie sie sich fühlt. Ich fühle mich so zerknautscht, als hätte heute Nacht jemand auf meinem Gesicht gesessen. Wie sehe ich aus? Bei der Frage habe ich jetzt schon verloren.